da würde sich auch jeder erstmal befremdlich dem gegenüberstehen, wenn jetzt wirklich auf so einem Turnier eine Isabel Wert von mir aus mal kurz durchpariert, das Pferd streichelt, es atmen lässt und sagt, dann mache ich jetzt erstmal noch nicht jetzt mit der Piaf weiter, sondern ich mache jetzt erstmal noch einen lockeren Trab zur Hand hin. Also wird sich auch jeder denken, was ist jetzt hier los? Also das ist ja auch das Bild und den Rahmen, den die erfüllen müssen. Ja. Aber natürlich fürs Pferd und auch für den Menschen und für die Beziehung, für die Kommunikation und für alles wäre natürlich die meine Vision hier die viel bessere. Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener. Und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere, wenn dich ein Thema interessiert, oder schreib mir, wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Vielleicht ist dann bald auch deine Frage Thema einer Podcast-Folge. Vom Kranken zum gesunden Pferd. Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes. Vom Kranken zum gesunden Pferd. Mit Dr. Sandra Löckener. Herzlich willkommen zu Podcast Folge Nummer 23. Der Anlass für das heutige Folgenthema waren die Ereignisse rund um Olympia, die Ereignisse, die ein bisschen schon vorausgingen und auch jetzt teilweise im Nachhinein noch ziemlich medial aufbereitet werden und die damit verbundenen Unsicherheiten und auch die damit verbundenen Empfindungen in der Reiterwelt. Also ich werde momentan fast täglich angesprochen, was denn meine Meinung dazu ist, ob ich denn glaube, Reitsport ist noch zeitgemäß in dem Sinne, dass es wirklich für das Tierwohl vertretbar ist. Und ich merke, dass viele Reiter sich unheimliche Sorgen machen um die Sportpferde, vielleicht auch selbst ihre eigene Turnierkarriere in Frage stellen. Da tut sich was und es herrscht eine große Unzufriedenheit. Es gibt natürlich auch viele Stimmen, die sagen, man darf das alles nicht unterstützen. Also da ist einiges los. Und deshalb dachte ich mir, wir machen jetzt heute mal eine Podcast-Folge zu dem Thema. Denn wenn es um das Thema Wohlbefinden geht, dann geht es natürlich immer auch um das Thema Gesundheit. Also das heißt, wir sprechen heute sehr viel über die physische und psychische Gesundheit von Pferden, die im Sporteinsatz sind, auch immer wieder so ein bisschen mit Bezug zu Olympia. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt, aber es war einfach so, dass schon im Vorfeld zu Olympia, also ich glaube, das Ganze ging los mit Videos des amerikanischen Dressurreiters Cesar Parra. Der ist ein ehemaliger Olympiateilnehmer und relativ bekannter Trainer. Die Videos haben gezeigt, wie er die Pferde mehrfach mit der Peitsche schlägt und wie er seine Pferde in Rollkur reitet. Also das bedeutet, dass er sozusagen die Pferdenase ganz stark hinter die Senkrechte manövriert und das Pferd in dieser sehr, sehr unnatürlichen Haltung lange Zeit reitet. Weiter ging es dann eigentlich mit schlimmen Bildern aus Dänemark. Der dänische Nationalpreisreiter Andreas Helgstrand, da wurde Videomaterial gezeigt, auf dem man gesehen hat, dass die Pferde an den Flanken und im Maul geblutet haben. Das kam anscheinend vom krassen Einsatz von scharfen Gebissen, starke Handeinwirkung, Sporen, ganz schlimm. Auch aus Deutschland können wir da mithalten. Es gibt momentan sogar ein Strafverfahren gegen den Springreiter Max Kühner. Der Max Kühner ist Weltranglisten-Dritter und das Strafverfahren läuft gegen ihn wegen Barren. Also im Springsport wird es immer mal wieder öffentlich, dass manche Springreiter die Methode nutzen, dass sie praktisch während des Sprungs sozusagen nochmal eine Stange
über den Sprung schieben, sodass das Pferd sich dann die Beine einstößt, ne? Weil das Pferd kalkuliert ja praktisch eine gewisse Höhe für den Sprung. Und wenn man dann das noch eine Stange reinschiebt, dann stößt es sich halt die Beine an. Und das heißt, beim nächsten Sprung hebt es halt die Beine im besten Fall noch höher. Das ist in Deutschland absolut verboten. Max Kühner startet aus sportlichen Gründen für Österreich, aber dennoch ermittelt die Staatsanwaltschaft in München gegen ihn. Das läuft noch, das Verfahren. Ja, und ich glaube, was irgendwie noch am bekanntesten war, war dann die dreimalige Olympiasiegerin Charlotte Dujardin. Da gibt es ein Video, was ganz, ganz viel auf Facebook und Instagram gezeigt wird, ob man will oder nicht, wo sie über 20 Mal mit der Peitsche auf ihr Dressurpferd einschlägt. Und ja, ich denke, so diese ganzen Ereignisse mal wieder um Olympia herum führen dazu, dass es jetzt auch Petitionen gibt. Also es gibt einmal von der Webseite change.org eine Petition, die fordert härtere Strafen gegen solches Verhalten. Also es war in der Vergangenheit teilweise üblich, dass solche Vergehen gegen Pferde mit einigen Wochen Sperre geahndet wurden. Und in der Petition wird halt einfach, eigentlich werden einige Jahre halt gefordert mindestens. Aktuell gibt es über 83.000 Unterschriften in dieser Petition. Und es gibt sogar eine Petition von PETA, die fordert, dass der Reitsport keine olympische Disziplin mehr ist. Hat aktuell über 26.000 Unterschriften. Also das heißt, man merkt, da gibt es tatsächlich einfach ein Interesse daran, das Wohlbefinden der Pferde mehr zu schützen. Es gibt auch inzwischen von dem Magazin Der Spiegel und auch von NTV gibt es die Möglichkeit, bei bestimmten Telefonnummern anzurufen oder auch bestimmte E-Mail-Adressen zu kontaktieren, wenn man, so formulieren sie es, auspacken möchte. Also das heißt, ja, ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Es werden mehr solcher Trainingsmethoden in Zukunft öffentlich. Also es gab jetzt auch, keine Ahnung, zum Beispiel ein Interview mit Ingrid Klimke zu dem Vorfall mit der Charlotte Dujardin. Und die hat auch so ein bisschen gesagt, sinngemäß so, ja, also wir brauchen nicht glauben, dass es sowas in Deutschland nicht gibt. Also ja, das wird, da ja, also das gibt's in jedem Land, wie wir sehen. Und ist halt die Frage, wie sehr das zum Pferdesport irgendwie momentan dazugehört. Und wir schauen uns deshalb jetzt heute auf jeden Fall an, was gibt es denn zu dem Thema aus der Wissenschaft zu sagen. Und ich habe uns noch einen Gast eingeladen. Wir sprechen heute mit Claudia Strauß. Die Claudia ist eine super sympathische Trainerin der akademischen Reitkunst. Und was ich auch ganz spannend fand, in ihrem Instagram-Profil steht, dass sie Tierschutzanwalt ist. Also ich glaube, das ist im übertragenen Sinne gemeint, aber wir werden sie fragen. Auf jeden Fall zeigt ihr gesamter Internetauftritt schon, dass sie sehr, sehr am Tierwohl interessiert ist. Trotzdem ist sie in der Lage, Pferde auch wirklich hoch auszubilden in Dressurlektionen. Und deshalb finde ich das einfach besonders spannend, mit so jemandem mal zu sprechen, was so seine Gedanken zum Thema Sport bei Pferden und Wohlbefinden ist. Also geht das überhaupt zusammen oder sollen wir davon komplett Abstand nehmen? Darüber werden wir später noch mit der Claudia sprechen. Werbung. Keine Sorge, wir stören nur ganz kurz, denn wir sind auch Fans von Sandra und ihrem Podcast Vom Kranken zum gesunden Pferd und wir wollen auch weiter hören. Aber wenn du durch bist mit der Folge, dann würden wir uns freuen, wenn du bei uns mal reinhörst, der Pferdepodcast mit Jenny und mir. Es geht um Themen, die Pferdeleute bewegen. Und Jenny, es gibt einen roten Faden. Genau, das ist mein Haflinger AC/DC, den wir vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck begleiten. Wie läuft's im Training? Was klappt gut? Wo gibt's Rückschläge? Und was machen die anderen beiden Flitzpiepen aus der Herde? Der manchmal leichtdösige Klecks und Nesthäkchen Benny und den Rentner Globus, den gibt's auch noch. Jede Menge spannende Geschichten. Hör gerne rein, der Pferdepodcast. Und jetzt geht's weiter mit Sandra. Werbung Ende. Als ich zum Thema Wohlbefinden im Pferdesport recherchiert habe,
da war ich tatsächlich selbst sehr überrascht, dass es wirklich viele Studien zum Thema Wohlbefinden von Sportpferden gibt. Also es gibt viel, viel evidenzbasierte Daten, es gibt konkrete Empfehlungen, Forderungen. Also das hätte ich echt nicht erwartet und war natürlich total positiv überrascht. Es gibt zum einen Untersuchungen, ja, wo es einfach darum geht, wie geht es denn für Sportpferden eigentlich so? Also sind die gesund oder nicht? Beispielsweise gibt es da eine Studie aus Polen, die ist vor 2 Jahren gemacht worden. Da wurden bei vielen der untersuchten Sportpferden gesundheitliche Probleme festgestellt. Also die Probleme waren beispielsweise Magengeschwüre, generell Schmerzen, Rücken- und Maulverletzungen, Lahmheiten und stereotypes Verhalten. Ja, das waren so die hauptsächlichen gesundheitlichen Probleme, die da tatsächlich bei vielen Sportpferden diagnostiziert wurden. Weiterhin habe ich tatsächlich ganz unterschiedliche Studien, also eine Reihe von Studien gelesen, die zeigen, dass letztendlich über 50% der untersuchten Sportpferde lahmen. Also es gibt Studien, da haben sie sogar über 70% lahmende Pferde gefunden. Und also sagen wir mal, über 50% haben die Studien eigentlich alle gefunden. Und das war aber tatsächlich, obwohl die Besitzer oder die Reiter der Meinung waren, dass die Pferde sich problemlos reiten lassen. Also es scheint ein Riesenthema zu sein, dass es teilweise vielleicht gar nicht so leicht ist, überhaupt zu merken. Weil erstens muss man mal ganz ehrlich sagen, also viele Menschen tun sich schwer, eine Lahmheit oder auch generell so irgendein gesundheitliches Problem beim Pferd zu bemerken. Also man muss schon irgendwie eigentlich ziemlich gut ausgebildet sein dafür und auch echt viel Erfahrung haben, dass man das kann. Also das glaube ich, kennt so jeder die Szenen aus den Reitstellen, dass man sich so denkt, warte mal, läuft mein Pferd komisch? Dann fragt man so, hey Gabi, kannst du mal eben gucken, läuft der komisch? Ja, der tickt vorne links. Dann so, Ulrike, was sagst du dazu? Ja, auf jeden Fall, der tickt vorne rechts. Petra, was meinst du? Nee, also ich sehe nichts. Also ich glaube, das kennt irgendwie jeder, so diese Szenen, dass man sich so denkt, stimmt jetzt irgendwas nicht? Simuliert er nur? Dann kommen natürlich ganz gerne auch so typische Tipps von anderen wie, ja, setz dich mal durch, der hat nur keinen Bock zu arbeiten oder irgendwie so. Also es ist zu vermuten, dass wirklich sehr, sehr viele Pferde eigentlich gesundheitliche Probleme haben, die eben entweder die Ursache sind für, ich sage jetzt einfach mal als Überbegriff, Unrittigkeit, ja, wenn sie halt überhaupt was sagen, die Pferde. Oder aber natürlich im Fall von so Sportpferden darf man auch den Einfluss von Adrenalin und auch damit verbunden Serotonin und so weiter nicht unterschätzen. Also sowohl ein Dressurpferd, ja, es ist ja dann immer auch mit so einer Turnierteilnahme verbunden, dass die dahin transportiert werden, die sind in fremder Umgebung. Das ist praktisch so, dass wenn die nicht so hundertprozentig entspannt sind, ja, weil alles irgendwie neu ist, neue Einflüsse und so weiter, dann macht sich natürlich so ein Organismus von einem Fluchttier auch einfach ein bisschen fluchtbereit. Das bedeutet, die haben vielleicht eine etwas höhere Muskelspannung, ja, dadurch wird schon mal die ein oder andere Lahmheit nicht so sichtbar. Wie gesagt, die Adrenalinausschüttung oder sowas, die führt auch dazu, dass Schmerzen nicht so stark bemerkt werden. Besonders ist es natürlich auch im Springsport der Fall, also so Springpferde oder auch Military-Pferde oder sowas, wenn es da um Zeit auch geht, ja, und die fetzen da so irgendwie mit Vollgas durch den Parcours und springen über die Hindernisse und so, die haben krasseste Adrenalinausschüttungen und ja, das ist nicht selten der Fall, dass dadurch halt auch viele gesundheitliche Probleme irgendwie so ein bisschen unentdeckt bleiben, wenn man jetzt einfach nur so mal einen Blick drauf wirft. Ja, was so ein bisschen eigentlich die Quintessenz ist von all den Studien, die ich jetzt gelesen habe zu dem Thema, ist, dass eigentlich aus Sicht der Wissenschaft eine Empfehlung besteht zur Entwicklung einer Charta zum Wohlergehen von Sportpferden. Grundlage sollen tatsächlich evidenzbasierte Richtlinien sein, die der Überwachung der Gesundheit und des Wohlergehens von Sportpferden dienen.
Beispielsweise gibt es da einen Scientist Circle, der wurde jetzt ins Leben gerufen und der soll mit Hilfe von wissenschaftlichen Daten das Wohlbefinden von Pferden auf Turnieren messen oder messbar machen, irgendwie so. Also das heißt, man kommt jetzt schon so ein bisschen dahinter, dass man sich denkt, naja, also jetzt so durch das bloße mal kurzen Blick drauf werfen, was die Richter halt innerhalb einer sehr begrenzten Zeit unter irgendwie so völlig aufregenden Bedingungen ja tun, ist das irgendwie alles nicht so leicht, das rauszufinden. Ja, das sind alles so Momentaufnahmen. Selbst wenn ein Wettcheck stattfindet, ist das eine Momentaufnahme. Da kann man schon auch ein bisschen als Pferdebesitzer was vorbereiten und so. Also ich glaube, aus Sicht der Wissenschaft ist es so ein bisschen die Empfehlung, dass das nicht reicht, um das Wohlbefinden der Sportpferde zu sichern. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, am liebsten wollen wir jetzt halt konkrete Messungen haben, ne? Weil ich meine, klar, also man kann auch Verhaltensbeobachtungen machen. Also da gibt es auch, da komme ich gleich noch drauf, gibt es ganz klar auch Dinge, an die man sich halten kann, um die Gesundheit des Pferdes zu checken. Aber so konkrete Daten wären natürlich irgendwie noch besser oder im besten Fall halt eine Kombination daraus. Also das ist halt das, was sehr oft dann in der Wissenschaft gemacht wird, dass man halt auch eine Kombination von Verhaltensbeobachtung und messbaren physiologischen Daten sozusagen macht. Und ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen, ich möchte mit euch jetzt einfach mal so ein bisschen träumen, rumspinnen, brainstormen, was man da theoretisch machen könnte. Also ein Punkt, mit dem ich selber tatsächlich schon viel gearbeitet habe und den ich auch selbst schon ganz oft angewendet habe, ist die Messung der Herzfrequenzvariabilität. Also das ist wirklich ein Parameter, der ist super, super dienlich, um zum Beispiel gesundheitliche Probleme sehr, sehr früh zu erkennen und teilweise auch zu erkennen, bevor man sie sieht. Also ich habe das, zum einen habe ich mit Herzfrequenzvariabilität in der Forschung gearbeitet, also sprich Laufbanduntersuchungen, Trainingsvergleiche und so weiter. Aber tatsächlich auch jetzt so im normalen Pferdetrainingsbereich, weil ja, ihr wisst ja, ich arbeite ja auch viel mit Pferden nach Verletzungen, in Rekonvaleszenz und so weiter. Aber auch habe ja schon viel mit Sportpferden auch gearbeitet. Und für alle diese Bereiche war mir das super, super dienlich, die Herzfrequenzvariabilität zu messen. Und ich hatte das wirklich mehrfach, also über 10-mal mindestens, dass ich eine Veränderung in der Herzfrequenzvariabilität bemerkt habe. Und daraufhin wurden irgendwelche Untersuchungen veranlasst und so weiter. Und man hat praktisch einen kleinen Befund herausgefunden, der vermutlich, wenn man das Pferd jetzt weiter belastet hätte, einfach zu einem größeren Befund geworden wäre. Und so war das Ganze dann einfach relativ schnell im Griff. Und hat auch das ganze vorbereitende Training auf einen Wettkampf oder sowas dann gar nicht so maßgeblich tangiert. Aber das kann ich also wirklich sowohl eben aus konkreten Messungen sagen, also eben aus Studien sagen, als auch aus meiner Erfahrung dann aus der Anwendung, dass Herzfrequenzvariabilität ist super einfach für jeden zu Hause irgendwie zu machen. Kann man sich ein bisschen reinfuchsen, kann man lernen und das ist auf jeden Fall ein Parameter, der ist sehr sensitiv, wenn irgendwas nicht stimmt und kann einem schon mal einfach deutlich im Vorfeld, bevor man das irgendwie merken würde, bevor das Pferd das irgendwie zeigen würde, ja, die sind ja da auch von der Persönlichkeit ganz unterschiedliche Kerlchen, kann das schon wirklich einen Aufschluss geben, dass da gesundheitlich was nicht stimmt. Dann, was ich auch noch eine super Sache finde, ist Thermografie. Also das heißt, man, jetzt mal ganz salopp gesagt, man misst praktisch, wo ist es wärmer und kälter im Pferdekörper und kann daraus auch Schlüsse ziehen, wo bahnt sich vielleicht eine Entzündung an, wo ist vielleicht eine Mangeldurchblutung und so weiter. Also das ist zum Beispiel auch in manchen Studien vorgeschlagen worden, dass man das durchaus auch als Kontrolle auf Turnieren einsetzen könnte. Dann ganz auf der Hand liegend ist natürlich auch irgendwie das Thema Cortisolmessung. Cortisol ist ja das Stresshormon
Das heißt, dadurch könnte man halt auch so ein bisschen sehen, wie geht es dem Pferd. Und es ist halt super easy zu bestimmen. Also man kann das halt entweder aus dem Kot bestimmen oder ich habe das auch in der Forschung schon mit Speichelproben bestimmt. Also ist ganz leicht nicht invasiv sozusagen zu nehmen, so eine Probe. Und wäre halt auch eine super Sache, um einfach so ein bisschen Aufschluss darüber zu kriegen, unter wie viel Stress steht denn das Pferd eigentlich. Was auch noch spannend ist, also tatsächlich gibt es jetzt auch einige Sportreiter, die sich da schon so ein bisschen committen und die auch ihre Pferde zur Verfügung stellen für solche Pilotprojekte. Und da gibt es zum Beispiel ein Pilotprojekt, wo die Dressurreiterin Isabel Wert auch ihr Pferd Emilio zur Verfügung gestellt hat. Und bei dem werden jetzt zum Beispiel die Gehirnströme gemessen. Dass man da einfach auch zum Beispiel mal guckt, wie unterscheiden die sich im Heimatstall und auf dem Turnier oder auch meinetwegen im Training oder sowas. Also das ist jetzt halt ein bisschen aufwendiger. Ja, da kriegen die halt so eine Mütze auf und werden da so total verkabelt und so. Ist ein bisschen eine aufwendigere Messung, aber dient jetzt momentan auch dazu, um sich einfach mal so einen Überblick zu verschaffen. Was ich auch noch ganz, ganz interessant finde, das, keine Ahnung, wissen vielleicht manche auch schon von mir, ich bin ja auch so ein Schlafüberwacher. Also so die Langzeitüberwachung von wie schläft mein Pferd, wann schläft mein Pferd und wo schläft mein Pferd, finde ich auch ganz, ganz aufschlussreich. Und da hatte ich auch schon ganz viele Situationen, in denen mir das einfach was angezeigt hat. Ja, dass ich einfach sehe, Pferd liegt mehr, Pferd liegt öfter, Pferd liegt kürzer, Pferd liegt länger, Pferd liegt weniger oder so. Kann auch alles Aufschluss darüber geben, wie geht's dem Pferd. Und das ist natürlich jetzt eine Sache, die kann dann auch nicht so einfach mal, also die ist jetzt dann wahrscheinlich nicht so dienlich auf dem Turnier, aber halt eben auch einfach, um mal so generell zu gucken, wie geht es so einem Sportpferd einfach im Leben. Da ist es auch sehr interessant. Also ist auch zum Beispiel jetzt in diesem Pilotprojekt so ein Thema, dass man überlegt, dass man das irgendwie auch kontrolliert oder die haben jetzt auch schon teilweise ein bisschen damit angefangen. Ja, und dann gibt es noch was ganz Interessantes, und zwar hat die Wissenschaftlerin Dr. Sue Dyson das sogenannte Schmerzethogramm des gerittenen Pferdes entwickelt. Die hat 3 Jahre lang über 400 Pferde untersucht und hat praktisch 24 Anzeichen kategorisiert, die so ein bisschen Unwohlsein beim Pferd ausdrücken können. Und das werde ich auf jeden Fall mal in den Shownotes verlinken oder vielleicht auch mache ich noch einen kleinen Blogartikel dazu, wo ich das verlinke, dann ist das vielleicht noch übersichtlicher, weil das ist ganz interessant und die Sue stellt auch einige Sachen kostenfrei zur Verfügung. Es gibt inzwischen auch ein englischsprachiges Video auf YouTube zu dem Thema und so. Also das ist wirklich, also gehört für mich auch so ein bisschen irgendwie zum Basis-Know-how eines Pferdebesitzers, dass man überhaupt mal irgendwie weiß, wie sieht das denn aus, wenn ein Pferd sich unwohl fühlt. Und die haben das so rausgefunden, die Wissenschaftler, da haben ganz, ganz viele namhafte Wissenschaftler auch mitgearbeitet an dem Projekt. Und normalerweise, also wenn es einem Pferd gut geht, dann hat es bis zu 2 dieser 24 Anzeichen. Da kann man sagen, ja gut, da hat man halt mal gerade eine schlechte Stimmung, aber es ist nicht weiter tragisch. Über 8, also wenn ein Pferd mehr als 8 von diesen Anzeichen zeigt, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass es gesundheitliche Probleme hat. Das kann dann alles Mögliche bedeuten, ne? Also in dem Fall ging es sehr, sehr viel um Lahmheiten. Also da wurde dann oft der Zusammenhang mit Lahmheiten gefunden. Das können aber auch natürlich andere gesundheitliche Probleme sein oder eben nicht nur physische, sondern auch psychische. Aber das ist zum Beispiel auch was, ich erinnere mich noch ganz genau, als ich das letzte Mal auf dem Turnierplatz war und habe mir ein paar Prüfungen angeschaut, da war es echt so, da hatte ich mir, ich weiß noch zum Beispiel der Dressur Grand Prix, da habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Also die ersten 3, also die auf die Plätze 1, 2, 3 platziert wurden, deren Pferde gingen meiner Meinung nach lahm.
Und dann habe ich mir so selber so gedacht, ja gut, Löcki, also vielleicht irgendwie bist du jetzt echt schon so total davon geprägt, dass du einfach ungefähr den ganzen Tag ja mit unterschiedlichsten Lahmheiten zu tun hast und siehst jetzt irgendwie alle Pferde lahmen. Das kennt bestimmt auch jeder, so dieses, wenn das eigene Pferd eine Lahmheit hat, dann weiß man schon irgendwann gar nicht mehr, geht der jetzt gerade oder geht der jetzt immer noch lahm? Also das ist wirklich manchmal so ein bisschen schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, also eben, das sind ja alles Profis. Also vielleicht liege ich da einfach echt falsch so mit meiner subjektiven Empfindung. Und dann habe ich mir aber so gedacht, ach, weißt du was, ich nehme mir jetzt einfach nochmal 10 Minuten und guck mir, dass diese Pferde, also weil ich hatte die halt schon in der Vorbereitung auf dem Abreiteplatz für mich persönlich als lahm kategorisiert. Und ich habe mir gedacht, ich gucke mir die jetzt auch nochmal in der Prüfung an. Und wende das mal tatsächlich an, ja, dieses etwas objektive Schmerzethogramm. Und nach diesem Schmerzethogramm hatten die auf jeden Fall alle deutlich über 8 der Anzeichen. Ja, und das war dann für mich so ein bisschen, also für mich persönlich war das so, dass ich mir gedacht habe, gut, tschüss, ihr habt mich an der Stelle verloren, weil wer das auf Platz 3, 2 und 1 setzt, da bin ich nicht dabei. Und von daher ist das wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, gerade wenn man sich auch mal irgendwie so denkt, ich bin mir jetzt einfach nicht sicher, dass man da halt so einen kleinen Leitfaden hat. Also das ist echt eine sehr, sehr schöne Arbeit und da gibt's jetzt auch noch ganz viele Arbeiten, die daraus folgen. Also es lohnt sich da so ein bisschen mal hinzugucken, kann ich euch echt empfehlen. Und genau, und das ist zum Beispiel tatsächlich auch so ein bisschen in der Diskussion, dass man dieses Schmerzethogramm vielleicht noch ein bisschen weiterentwickelt, vielleicht irgendwie im Kontext anwendet, aber vielleicht auch tatsächlich zu Rate zieht, eben zur Beurteilung von dem Wohlbefinden von Sportpferden. Also das heißt, jetzt rein aus biologischer, medizinischer, wissenschaftlicher Sicht gibt es tatsächlich einige Vorschläge, wie wir nicht so sehr darauf angewiesen sind, subjektiv zu empfinden, geht es den Pferden beim Sport gut oder nicht, sondern da gäbe es tatsächlich eine Reihe von Methoden und Messungen, die man halt vornehmen könnte, um das Ganze so ein bisschen zu verifizieren. Also finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema und wäre ich dafür, sagen wir es mal so. Genau, so viel zu den Fakten rund um das Thema Wohlbefinden in der Sportpferdewelt. Und jetzt gleiten wir mal hinüber zu unserem heutigen Gast. Und die Claudia werde ich euch jetzt einmal noch kurz vorstellen. Liebe Claudia, ich freue mich unheimlich, dass du bei uns heute zu Gast im Podcast bist. Ich habe tatsächlich mich ehrlicherweise schon den ganzen Tag auf unser Gespräch gefreut, denn ich bin ein bisschen Fan von dir. Ich kann ja mal ganz kurz erzählen, warum ich dich unbedingt haben wollte für diese Folge. Ich habe dich nämlich tatsächlich schon, ich glaube, 2-mal auf jeden Fall live sehen dürfen bei deiner Arbeit mit den Pferden und in der Oberschwaig, wo du deine Pferde stehen hast und auch trainierst. Was mir da unheimlich aufgefallen ist, ich habe dich sowohl mit deinen beiden eigenen Pferden gesehen, die ja sehr unterschiedlich sind vom Alter, vom Typ her, auch vom Ausbildungsstand und ich habe dich auch noch mit Kundenpferden gesehen. Das Ganze hatte eine unheimlich hohe Qualität in Bezug auf die Dressur, aber auch Losgelassenheit, Wohlbefinden und was mir vor allem aufgefallen ist, das war eine wahnsinnige Harmonie zwischen dir und den Pferden, die du da gearbeitet hast und man hat einfach total gespürt, dass sowohl die Pferde als auch du unheimlich Freude an der Arbeit hatten und das ist mir einfach seitdem total im Gedächtnis geblieben und deshalb habe ich sofort, als ich jetzt so überlegt habe, wen will ich zu Gast haben in dieser Folge, habe ich sofort an dich gedacht und dann hast du auch noch zugesagt und ich freue mich total, dass du zu Gast bist. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo, liebe Sandra, ja, vielen Dank für die Einladung und ich, wenn man mich jetzt sehen würde, ich bin ganz rot wegen den lieben Worten. Ja, vielen Dank und ich freue mich natürlich auch sehr und bin sehr gespannt, was uns, wie unser Gespräch sich abzeichnen wird, wie das verlaufen wird. Ja, schauen wir mal, wo wir landen. Mhm.
Es war ja so ein bisschen Aufhänger für diese Folge auch das Thema Olympia. Ne? Da ging ja vieles im Vorfeld schon durch die Presse, vieles auch noch im Nachgang. Hast du denn Olympia geguckt? Also hast du Reiten geguckt? Nee, tatsächlich, ich habe es nicht live gesehen oder nicht die Übertragungen. Aber als ich dann auf den, ja, in den Medien so ein bisschen die Resonanz erlebt habe, dann habe ich mir tatsächlich zwei Ritte im Nachgang angesehen, und zwar diese ersten beiden deutschen Reiterinnen, die Jessica und die Isabel, weil ich mir dachte, ja, wenn mich jemand darauf anspricht, würde ich auch gerne meine Meinung dazu haben. Ansonsten die anderen Disziplinen habe ich mir nicht angesehen, also weder Springen noch Vielseitigkeit. Okay. Also das waren praktisch auch diese beiden sehr erfolgreichen Ritte dann dementsprechend, genau, oder? Ja, genau. Und wie hast du die empfunden? Also wie fandest du die vor allem vielleicht in Bezug auf, sagen wir mal, die psychische und physische Gesundheit der Pferde dort? Ja, also wie ich die, also mein erster Eindruck, ich dachte mir, ja, es ist jetzt ein bisschen hochgekocht, ja, divers diskutiert, und mein Eindruck war, naja, so wie immer. Also ich habe das gesehen, was ich sehe, wenn ich ja, ganz gute Reiter in einer Turniersituation sehe. Also es hat mich jetzt nicht besonders schockiert, weil man hat sich an gewisse Dinge gewöhnt. Ja. Was man, denke ich, schon merkt, also ich habe mir tatsächlich dann auch, weil das finde ich dann immer ganz, ja, das war auch in diesem Zusammenhang, diese Aufnahme, auch diese, wie sagt man da, Siegerehrung angesehen und diese Siegerrunde, und da fand ich, dass beide Pferde sehr routiniert waren, und ich glaube schon, ich weiß nicht, ob das, ja, was man so sieht, dass Jessica mit ihren Pferden schon eine große Verbundenheit hat. Also ich glaube, da bin ich schon sicher, dass die zwei sehr verbunden sind. Ich habe mich allerdings dann bei dem Pferd von der Isabel Wert gewundert. Die hatte das ja scheinbar, so habe ich das in den Kommentaren ein bisschen erfahren, noch nicht so lange. Und das hat mich dann schon gewundert, dass man so ein Pferd bekommt, das schon sehr weit ausgebildet ist und dann bei so einer Veranstaltung teilnimmt, das ist für mich befremdlich. Weil für mich gehört also schon eine lange gemeinsame Zeit dazu, um gute Ergebnisse und eine gute Kommunikation und eine Harmonie zu erzeugen. Ja, und da dachte ich mir so, unabhängig von dem, was ich gesehen habe, das hat mich ein bisschen irritiert. Und ganz allgemein kann ich auch diese Kommentatoren gar nicht hören. Also die finde ich ganz schrecklich, was die da immer zu sagen haben zu diesen Ritten. Da denke ich mir immer, ja. Muss ich gestehen. Ja. Also ohne jetzt einen speziellen Menschen da angreifen zu wollen, um Gottes Willen. Aber da finde ich, da werden Menschen doch getäuscht und auch nicht in ihrer Wahrnehmung unterstützt, die wenig mit diesem Sport zu tun haben. Die wollen ja auch vielleicht lernen oder wollen wirklich einen guten Kommentar, wollen eine Erklärung. Und das findet ja nicht statt. Ja, ja, finde ich eine spannende Beobachtung. So. Ja. Und ich sage jetzt mal so, das ist ja normalerweise, ist ja eben so diese englische Reitweise, Turniersport, FN, ist ja eigentlich eben gar nicht so die Richtung, in die du dich so bewegst oder in, auch gar nicht so die Bubble, in der du dich so wahnsinnig aufhältst. Ne? Also du hast dich ja für die akademische Reitkunst entschieden, und ich vermute mal, du hast dich auch ganz bewusst dafür entschieden. Kannst du mal so ein bisschen erklären, was für dich so die Gründe waren, dass du gesagt hast, so, da finde ich mich irgendwie wieder, das spricht mich an, in die Richtung will ich irgendwie so gehen als Trainer und Ausbilder? Ja, gerne. Also es ist schon über 20 Jahre her. Ich muss sagen, ich war damals vielleicht, wie will man das beschreiben, ein anspruchsvoller Freizeitreiter. Also ich habe auch eine ganz übliche, klassische, sage ich mal, Ausbildung genossen. Und
die aber nicht. Ich bin mal ein kleines Turnier mitgegangen. Wir waren Jagdreiter, wir waren Freizeitreiter, ja. Also, und ich war immer bemüht, mich weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Und ich bin aber immer wieder an Grenzen gestoßen, und zwar bezüglich des Verständnisses. Meine Ausbilder konnten mir nie wirklich erklären, warum ich und wie genau ich welche Hilfen geben sollte. Und ich bin auch an Grenzen der feinen Kommunikation gestoßen. Mir war dann, also entweder konnte ich Dinge nicht verändern oder ich musste dann grober werden, als mir lieb war. Und das war nicht, das wollte ich nicht. Also das war das ist das, was ich erlebt hatte. Und witzig, genauso war es bei mir auch, ja. Ja. Und als ich dann den ersten Brandarup-Kurs besucht hatte, da war mir klar, hier werden mir tatsächlich Dinge erklärt. Ich habe Antworten auf meine Fragen gekriegt. Und was ganz noch viel wesentlicher war, ich habe gemerkt, dass hier die Pferde mit einer unglaublich großen Wertschätzung behandelt werden. Und genau das Thema auf den Punkt, das ist ja auch das, wo viele Probleme eben dann liegen, ja, eben in dieser Turnierszene, dass man eben unabhängig von der heutigen Befindlichkeit, unabhängig von den Einflüssen oder wie auch immer, natürlich, das ist auch verständlich, den maximal besten Output haben will. Und dann auch noch auf den Punkt, also genaue Choreografien erfüllen will. Und das ist natürlich, und da würde sich auch jeder erstmal befremdlich dem gegenüberstehen, wenn jetzt wirklich auf so einem Turnier eine Isabel Wert von mir aus mal kurz durchpariert, das Pferd streichelt, es atmen lässt und sagt, dann mache ich jetzt erstmal noch nicht jetzt mit der Pierre Fighter, sondern ich mache jetzt erstmal noch einen lockeren Trab zur Hand hin. Also wird sich auch jeder denken, was ist jetzt hier los? Also das ist ja auch das Bild und den Rahmen, den die erfüllen müssen. Aber natürlich fürs Pferd und auch für den Menschen und für die Beziehung, für die Kommunikation und für alles wäre natürlich meine Vision hier die viel bessere. Und deswegen sollte man sich tatsächlich überlegen. Also da sprichst du mir total aus der Seele, ja. Wie könnte man das, was es so gibt, zumindest realisierbar verändern oder realisierbar für die Pferde besser machen? Das wäre eben so eine Frage. Ne? Lass uns mal träumen. Also ich fand das jetzt zum Beispiel tatsächlich schon das ist nämlich, finde ich, wirklich einer der Sachen, die mir auch so ein bisschen an diesen Prüfungen nicht so gefallen. Dieses, es werden sehr, sehr für das Pferd anstrengende und schwere Lektionen unmittelbar hintereinander, sehr viele am Stück, ohne dazwischen eine Möglichkeit des Lobs, des Lösens, des irgendwie drauf eingehen, was braucht das Pferd jetzt, nachdem es mir so eine tolle, schwere Lektion geschenkt hat. Also das finde ich, ich fände das nämlich tatsächlich, wenn ich mir das so vorstelle, dass Isabel Wert einfach nach so einer richtig gelungenen, versammelten Lektion einfach so ein bisschen die Zügel aus der Hand kauen lässt, bisschen locker vorwärts trabt, lächelt und ihr Pferd streichelt, fände ich eine richtig schöne Vorstellung. Ja. Und dann nimmt sie einfach die Zügel langsam wieder auf, holt das Pferd wieder mental in die Arbeit und zeigt uns die nächste tolle Lektion. Würde mir viel besser gefallen. Weil das wäre ja auch gerade das Interessante, das zu sehen, ja. Das wäre ja so ultra lehrreich, auch zu sehen, wie so ein Profi entscheidet, ne? Wann entscheidet der, braucht das Pferd eine Pause? Wie sieht die Pause aus für dieses Pferd? Das wäre ja so spannend. Ja, das ist tatsächlich, also mich würde es auch viel mehr interessieren. Aber natürlich gibt es das Thema der Vergleichbarkeit. Also die Richter müssen ja irgendwie richten. Und wenn jetzt die immer so eine gleiche Aufgabe reiten, kann man das natürlich viel besser vergleichen. Aber tatsächlich wäre es die Frage, wie man diese Aufgaben,
wie die gestaltet sind. Das wäre tatsächlich etwas, wo sich vielleicht die Verantwortlichen überlegen sollten, auch in den höchsten Lektionen, in den höchsten Prüfungen, wie du schon sagst, dass man nicht eine Höchstleistung an die nächste reiht, sondern dass man tatsächlich Pausensituationen, entspannende Situationen fürs Pferd einbaut. Auch in einer ganz klaren Choreografie. Das muss ja vergleichbar sein. Mhm. Aber ich weiß nicht. Das würde tatsächlich auch sehr viel mehr Aufschluss über die Kommunikation zwischen Mensch und Reiter geben, weil kenne ich mich nicht aus, aber ich glaube, das Einzige, wo die mal die Zügel aus der Hand kauen lassen dürfen, das ist im Schritt, oder, glaube ich? Im Trab und im Galopp sieht man, im Galopp auch, oder? Weiß nicht, sieht man das, glaube ich, weniger. Und man sieht aber auch, wie die zu kämpfen haben, die danach wieder in Anführungsstrichen zusammenzustellen, so wie man diese Fachjargon so benutzt. Ja, also ich glaube, es wäre sehr aufschlussreich, tatsächlich über den tatsächlichen, die Durchlässigkeit des Pferdes und die gute Kommunikation. Also eine A-Dressur oder so, da wird es ja schon noch geprüft. Da ist ja Zügel aus der Hand kauen lassen, Prüfungsbestandteil, auch überstreichen. Also da wird eigentlich schon genau geguckt, was macht das Pferd, ne? Reagiert es mit Losgelassenheit oder verwirft es sich oder was macht es oder so? Ja, also so die Grundidee ist irgendwo mal da, aber ja. Was wären sonst noch so Sachen, wenn du jetzt träumen dürftest, wie könnte so eine Prüfung irgendwie ideal aussehen, dass sie fürs Pferdewohl richtig gut ist? Fällt dir noch was ein? Du fliegst einen Akademiker? Also würde ich sagen, die müssen alle Prüfungen einhändig reiten. Das finde ich jetzt schon mal sehr spannend. Und zwar wirklich, weil dann der Reitersitz maßgeblich ist für die Kommunikation. Ja, das wäre schon, früher gab es das, glaube ich. Also ich glaube, es gab früher sogar, wenn man bestimmte Lektionen einhändig geritten hat, gab es besondere Punkte bei den Dressuren-Lektionen, bei den hohen Prüfungen. Das gibt es heute leider nicht mehr. Aber das fände ich jetzt sehr schön. Aber auch da muss ich natürlich sagen, das kann man auch so und so reiten. Deswegen wäre das nicht der Schlüssel zu allem. Aber ja, stimmt. Denke mir auch gerade so eine Zügel kurz, ja. Druck drauf, habe ich noch was. Auch egal. Da hätte ich was. Ja, du hättest was. Ich hätte was. Es gibt doch so, ich weiß nicht von welcher Firma, ist auch gut, aber es gibt so Plastikteile, die kann ich einschnallen zwischen Zügel und Gebiss und messen, wie viel, also die haben verschiedene Stärken, wie viel Kraft ich brauche. Also die gehen kaputt, die haben so eine Sollbruchstelle ab einer bestimmten Einwirkung. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, weil das wird tatsächlich, also es gibt da irgendwas, weil es gibt nämlich Studien darüber, wo das genau gemessen wird, wie viel Druck, also das wird, glaube ich, tatsächlich sogar in Gramm beziehungsweise Kilogramm gemessen, wie viel Druck praktisch auf dem Zügel oder auf dem Gebiss dann in dem Fall einwirkt, ja. Ja, wobei. Genau, und sowas also, als Standard einzubauen. Ja, also fände ich richtig gut, weil ich meine, irgendwie finde ich, das ist einfach total logisch, dass einfach viel Druck auf dem Maul nicht, also das Wohlbefinden auf jeden Fall beeinträchtigt. Absolut, aber ja. Das ist ja gar kein Thema so in dieser Welt. Nö. Ne? Also da wird ja. Also da ist ja Druck überhaupt nichts, also Druck am Zügel ist ja gar nichts, was negativ bewertet wird. Also das ist ja in sämtlichen, sag ich jetzt mal, Sparten der klassisch-barocken Reitweise, wenn man das jetzt mal so als Oberbegriff nehmen will, ist es ja total Thema, also dass man halt einfach keinen Druck auf den Zügel will. Und die ganze Vaquero-Reitweise aus Spanien, Portugal, diese ganzen Arbeitsreitweisen, bei allen geht es darum, dass man eigentlich keinen Druck auf dem Zügel haben will. Mhm. Aber jetzt da so in dem Turniersport, glaube ich, ist es nicht so ein Thema, was negativ bewertet genau. wird. Also, wie gesagt, also, das könnte man ja als Standard
Tool einbauen, dass wenn gewisse, keine Ahnung, gewisser Druck überschritten wird, dass dann was piepst oder so, keine Ahnung. Dann gibt's eine gelbe Karte. Ja, genau, dann leuchtet, dann blinkt was am am Pferd. Ja, also dafür müsste man natürlich im ersten Schritt erstmal definieren, dass es unerwünscht ist. Ich glaube, das müsste tatsächlich vorab stattfinden, weil ab und zu, also korrigiert mich bitte, falls gerade jemand zuhört und sagt, doch, ist unerwünscht. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht negativ bewertet wird. Aber ja, ist auf jeden Fall, also das ist übrigens auch was erwiesen ist, dass das zum Unwohlsein beim Pferd führt. Mhm. Also von daher ist es eigentlich, führt da gar kein Weg dran vorbei, dass der Druck weg muss vom Zügel. Ja, genau. Also das wäre sowas, was wir noch was, was ich gerne, ja, überhaupt, was Thema Ausrüstung angeht. Ja, obwohl es ja immer thematisiert wird, dass irgendwelche Speerriemen nicht zu sehr einengen sollen. Man sieht auf Fotos, auf den Bildern doch meistens extrem eingequetschte Partien. Ja, da sollte man auch eine ganz klare Regelung her. Da gibt es ja auch so Keile, die man da rein tut, dass man sagt, okay, so und so viel Zentimeter oder so, oder ja, muss Platz sein, dass das Pferd noch gut kauen kann oder irgendwie. Das finde ich auch, sollte Standard vorher schon beim Wetcheck oder bevor der Reiter in den Parcours geht, überprüft werden und geahndet werden. Ja, also. Oder ich habe jetzt mal eine blöde Frage. Warum überhaupt Sperrriemen? Ja. Also könnte man nicht gleich sagen, es gibt einfach keinen Sperrriemen mehr? Ja, also dann würden die ja ihr Maul aufreißen und die Zunge raushängen, glaube ich. Aber also ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich habe tatsächlich noch niemals bei einem ausgebildeten Pferd, also was ich praktisch so von, das kriegt das erste Mal ein Gebiss ins Maul hin, ausgebildet habe, ich habe noch niemals einen Sperrriemen gebraucht. Ja, ganz früher schon, aber jetzt seit ich eben akademisch unterwegs bin, nicht. Ich gehe sogar so weit, ich bilde die meisten Pferde bis weit hoch ausgebildete Lektionen sogar komplett gebisslos aus, mit vier Zügeln. Auch da ist es nicht kein Muss. Also es gibt auch Pferde, denen tut es gut, wenn die was ein bisschen zu kauen haben. Aber in der Regel kann man die Pferde ganz weit und ganz lang gebisslos ausbilden. Aber auch da, also auch da muss natürlich das Kopfstück, und das schließe ich jetzt, das sage ich jetzt nicht, auch da muss das Kopfstück passen. Das darf nicht zu hoch, nicht zu tief sein und so weiter. Also das ist schon, also ja, auch gebisslos kann man dem Pferd Schaden zufügen oder Unannehmlichkeiten bereiten. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Ja, auf jeden Fall. Also das stimmt. Die Kopfstücke müssen passen, die Gebisse müssen passen, und das ist mal das eine, und dann die Anwendung, die Handhabung muss so sein, dass man dem Pferd keinen Schaden zufügt und dass man auch dem Bewegungsablauf des Pferdes nicht schadet. Und tatsächlich, sobald ich an den Kopf einwirke, habe ich immer ein ganz großes Potenzial an Störung. Ja, das ist so. Mm. Ja. Aber eben nochmal, wenn ich nochmal zurückspringen will, also verschiedene Kopfstücke würde ich zulassen. Also ich würde auch gebisslos zulassen. Warum nicht? Wenn die genauso gut performen, warum nicht? Ja. Ja, ich absolut. Nicht. Also und ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich sowas wie eine Equipment-Kontrolle oder so? Nochmal, gutes Stichwort. Ich glaube, das gibt es schon. Aber das gab auch im Vorfeld, habe ich das in den Medien so ein bisschen verfolgt, dass mokiert wurde, die Pferde, die man ohne Sattel gesehen hat, also Hochleistungsathleten, Pferde, die einfach eine schlechte Rückenmuskulatur hatten. Das sieht man unter den Sätteln nicht. Also ich würde die ja, bevor die in die Prüfung gehen, würde ich sagen, Sattel ab. Lass uns dein Pferd angucken. Wenn es nicht gut bemuskelt ist, ist es nicht in der Lage, diese Hochleistung zu gehen. Ja, körperlich verträglich. Oder wie siehst du das? Ja,
Stimmt, also generell einfach eine veterinärmedizinische Kontrolle auf Tragfähigkeit, ja. Was natürlich ein bisschen schwer ist, es gibt dafür nicht so eindeutige Messdaten oder so. Ja, das heißt, gerade wenn es dann auch richtig um was geht, ist es natürlich auch irgendwie so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, eine Entscheidung aus Erfahrung, wenn der Tierarzt dann sagt, hier ist die Tragfähigkeit nicht gegeben oder hier ist die gegeben, weil ich wüsste jetzt gerade, also zumindest fällt mir jetzt gerade ad hoc nichts ein, wie man das irgendwie messbar machen könnte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem an solchen Kriterien. Die müssen letztendlich irgendwie messbar sein. Aber das wäre doch eine tolle Forschungsaufgabe. Ja, eigentlich schon, ja. Das wäre ein super Forschungsfeld, weil ich meine, das ist ja mal die Grundvoraussetzung, irgendwie in so einer Prüfung zu starten, dass man halt einfach vernünftig bemuskelt ist und einfach in der Lage ist dafür, ne, den Reiter zu tragen und das auszuführen und so als Pferd. Ja, also ist auch etwas, also ich, um nochmal einen Sprung zu machen, ich denke, wo wir, das ist also ein bisschen gemein, wenn man jetzt so die Richter als auch Adressat sieht, aber da kann man noch ein bisschen, denke ich, was verändern. Also das wäre das Einfachste, was man verändern könnte, dass man die Richter auch entsprechend ausbildet, wirklich zu sehen, wirklich eine Taktstörung zu sehen, wirklich einen biomechanischen falschen Bewegungsablauf zu erkennen und es auch entsprechend in die Wertung einfließen zu lassen. Oder wie siehst du das? Ja, oder es müsste halt einfach eine ausgebildete Person vielleicht Teil dieses Teams sein. Oder so, genau. Weil ich kann mir vorstellen, jetzt einen Richter da auszubilden, das ist natürlich gar nicht so leicht. Ja, hast du recht. Aber vielleicht einfach, vielleicht vertue ich mich auch, vielleicht wäre das auch möglich. Aber oder eben Alternative wäre vielleicht noch eine andere Person sozusagen mit in dieses richtende Team zu integrieren. Stimmt. Die einfach nur für die Bewertung dessen zuständig ist. Gerade wie du sagst, so Taktstörungen, Losgelassenheitsstörungen. Weil ich kann, das ist eben, da geht es jetzt auch, gut, dieser Moderator ist natürlich bei weitem nicht ausgebildet, aber wenn der einfach einen Bewegungsablauf als Schritt oder Trab oder Galopp bezeichnet, was definitiv wieder ein Viertakt, ein Zweitakt oder ein Dreitakt ist, das ist halt dann schon schwierig. Und wenn das die Richter auch nicht einfließen lassen in ihre Bewertung. Also das ist tatsächlich ein großes Problem, dass Richter natürlich normalerweise Lahmheiten nicht erkennen. Ja. Also da habe ich schon extrem viel irgendwie erlebt, wo das eigentlich relativ deutlich eine Lahmheit war und die wurde nicht erkannt. Also das ist auf jeden Fall ein Problem, wo es auch schon Lösungsansätze dafür gibt, wie man das machen könnte. Aber da muss meiner Meinung nach auch, also da bin ich ganz bei dir, in die Richtung müsste auf jeden Fall was gemacht werden. Es gibt viel zu viele lahmende Pferde im Sport. Ich habe allerdings auch auf der anderen Seite ist vor kurzem bei einem anderen Podcast ein Interview mit einem Richter gehört und der, es war sehr spannend, es war ein wirklich sehr sympathischer und sehr ganz ein tolles Gespräch, ein sympathischer Mensch. Und der meinte auch, also der bildet auch andere Richter aus und der meinte, ein ganz großes Problem ist diese Soft Skills, dieses tatsächlich wie gibt man das Wissen weiter, dass die Richter eben erkennen, dass es dem Pferd nicht gut geht, dass es sich unwohl fühlt, dass es gestresst ist. Und das weiter das zu vermitteln, ist scheinbar, ja, wissen wir selber, ist sehr schwer, aber sie sind bemüht, das in ihre Ausbildung mit einfließen zu lassen. Da fallen es gibt diese Pain-Signals ein, also die müssten da standardmäßig abgearbeitet werden, zum Beispiel. In so einer genau, richtig. Also da gibt es ja schon inzwischen ganz gute Entwicklungen, ne, wo man auch wirklich Sachen hat, an die man sich ganz konkret halten kann zu dieser Beurteilung. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich schon einige Vorlagen, die verwendet werden könnten. Das müsste dann nur entschieden werden. Ja. Und also ich weiß nicht, ob ich da falsch informiert bin, aber es ist auch nicht meine Idee. Ich habe das irgendwann mal gehört,
dass Richter ja nicht wirklich ganz unabhängig sind. Also die werden, soviel ich weiß, zu so zumindest bei so regionalen Turnieren eingeladen. Und wenn die jetzt richten, ein bisschen unpopulär richten, dann werden die das nächste Mal nicht mehr eingeladen. Also ich finde, Richter sollten per Zufallsprinzip zugeordnet werden zu den Prüfungen. Ja, also, absolut. Dass die wirklich ganz unabhängig sind. Dass auch der Veranstalter keinen Einfluss hat, welcher Richter kommt. Ja. Und also das denke ich, falls es schon so ist, dann muss ich mich entschuldigen, dann bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Aber das wäre natürlich für die Richter auch sehr viel leichter, dann Trillis zu reden und zu sagen, ja, egal was du für einen Namen hast und egal wie teuer dein Pferd ist und egal wer das gezüchtet hat, dieses Pferd geht nicht taktrein, dieses Pferd zeigt deutlich 5 von so und so viel Pain Signals, das ist auffällig, du wirst schlecht bewertet. Ja, ja. Und also was ich auch noch fand, du hattest auch noch eine richtig gute Idee, und zwar da haben wir, als wir letztens am Telefon ein bisschen geratscht haben, da hattest du diese Idee, dass du so gesagt hast, hey, das wäre irgendwie total cool, wenn die Richter eigentlich nicht nur die Prüfung sehen, sondern auch die Vorbereitung. Also was findet am Abreiteplatz statt und so. Und das fand ich so einen guten Gedanken, weil, also erstens ist ja ehrlich gesagt, also wer schon mal am Abreiteplatz war, also das ist ja eigentlich das Schlimmste an der ganzen Veranstaltung. Also da, da sieht man ja die schlimmsten Vorbereitungen eigentlich auf die Prüfung. Und das ist ja eigentlich so das aller Interessanteste auch, wie bereitet der Reiter sein Pferd vor auf die Situation? Und wir haben dann ja so ein bisschen weiter so gesprochen, okay, wie könnte das dann so irgendwie aussehen? Weil das Ding ist ja, es sollte ja eigentlich im Reitsport total auch darum gehen, was macht denn der Reiter aus einer Situation? Ja, absolut. Also wenn du jetzt beispielsweise, nehmen wir mal an, die Situation wäre so, ein Reiter kommt mit einem hypernervösen, superspannigen Pferd auf den Abreiteplatz und schafft es aber durch Einfühlungsvermögen und Skills einfach dieses Pferd ziemlich gut zu lösen. Aber es hat vielleicht immer noch einfach so eine gewisse Grundspannung und so gehen die dann in die Prüfung. Dann wird der möglicherweise halt nicht so gut bewertet, weil vielleicht sind die Bewegungen ein bisschen gebundener oder so, obwohl er eigentlich richtig gute Arbeit geleistet hat für dieses Pferd. Und er hat dem Pferd eigentlich einen guten Tag beschert, weil er ihm total geholfen hat, in die Entspannung reinzufinden. Und würde aber ja trotzdem völlig negativ bewertet werden. Ja, ja, genau. Und dieses Gesamtbild, das wäre doch so wertvoll eigentlich für einen Richter, das zu sehen, wie wird dieses Pferd vorbereitet auf die Prüfung. Was schafft der Reiter, also wie schafft der Reiter das, dem Pferd sozusagen zu helfen, diese Leistung zu bringen am Ende? Das fand ich von dir eine ganz, ganz tolle Idee. Und das, also ja, das würde ich mir mega gut vorstellen. Du hattest dann auch so, hast dann auch so beschrieben, oder beziehungsweise das haben wir dann auch beide so gesagt, eigentlich ist es ja echt, ja, es ist so ein bisschen der Trend, dass halt das Pferd sehr, sehr stark in seinen Ausführungen bewertet wird und deutlich weniger Fokus liegt auf den Hilfen des Reiters. Genau. Und eigentlich wäre es ja total toll, wenn es halt umgekehrt wäre. Ne? Also wenn einfach wirklich, wie hilft der Reiter dem Pferd, wenn das einfach total im Vordergrund der Bewertung stünde, das wäre ja eigentlich super wünschenswert. Ja, genau. Also das ist auch das, was mich so ein bisschen bei diesen ganzen Ritten stört. Ich habe so das Gefühl, dass es darum geht, dass es hauptsächlich darum geht, dass man keine Hilfe sieht, ja, dass alles unter den Tisch gekehrt wird. Und ich finde es eben sehr schön, wenn der Reiter mehr Möglichkeiten hätte, ohne dass es schlecht bewertet wird, an Hilfengebung. Sei es auch der Einsatz der Stimme, die beruhigen kann, sei es ein Überstreichen, also dass eben einfach dass es nicht so ein Standardbild gibt, so einen in Stein gemeißelten Sitz, den ich mir vorstelle, so muss ein Reiter sitzen
Und dann versucht man sich sklavisch daran zu halten. Und also ist für mich völlig an der Aufgabe vorbei. Ich wünschte mir, der Reiter würde bewertet mehr wie das Pferd. Und Stimmhilfe finde ich auch einen sehr, sehr guten Aspekt, weil es gibt ja keine Hilfe, die irgendwie präziser, liebevoller oder auch mal tadelnder, auffordernder. Ja, genau. Also du hast so viele Einsatzmöglichkeiten mit der Stimme. Das hast du ja durch keine andere Hilfe. Und das verstehe ich absolut nicht, was das für einen Vorteil bringen soll, wenn man die nicht nutzen darf. Ja, also, weiß ich auch nicht. Da gibt es bestimmt irgendwann mal einen Punkt, wo die das entschieden haben. Aber aber ja, das wäre so schön, wenn das zugelassen wäre, dass man einfach mit seinem Pferd reden kann. Ja, genau. Weil man damit so viel tun kann fürs Pferd. Es gäbe schon ein bisschen Möglichkeiten, eben sich ein bisschen Sachen zu verändern. Die Frage ist eben, will man das? Und da bin ich wieder dabei, diese Entwicklung, dass es einfach in der Reiterwelt wirklich zwei Lager gibt. Die einen, die öffnen ihr Herz, und es gibt bestimmt bei, egal welcher Sparte, also ob es Westernreiten ist, Springreiten, völlig egal welchem Verband ich angehöre, Menschen, die zusammen mit dem Pferd auch hohe Leistungen erreichen, also und trotzdem das Pferd in den Mittelpunkt ihrer Entscheidung rücken. Und es gibt die anderen, die das eben als Sport, als Business und so weiter sehen. Und ja, es ist leider, wo das Geld regiert. Eigentlich müsste man sagen, wo viel Geld ist, da muss man ja gar nicht mehr. Also da hätte ich ja alle Freiheiten. Ich könnte einfach nur schön reiten und schöne Zeit mit meinem Pferd verbringen und das dem Pferd, den Menschen zeigen. Aber genau, ja. Leider ist einfach da ein System gewachsen, das jetzt völlig umzukrempeln. Man kann wirklich nur darauf appellieren, dass alle Menschen vom Züchter über den Tierarzt, über den Hufschmied, über den Reiter, über was auch immer, dass die ihr Herz öffnen und den Pferden in die Augen schauen und die Entscheidungen pro Pferd treffen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, die Dinge zu verändern, glaube ich. Ja, und ich bin gespannt, wie es auf jeden Fall mit dem Turniersport weitergeht, weil der Bedarf an Entscheidungen mehr fürs Pferdewohl ist definitiv da. Also ich finde, man spürt es ganz deutlich, dass die Reiterwelt sich das wünschen würde, dass es da vielleicht gewisse Veränderungen gibt. Und ich bin total gespannt, weil ich glaube, es gibt halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es wird sich vielleicht auch was verändern, sodass halt auch mehr Reiter sich wieder angesprochen fühlen und sagen, das ist gut für mein Pferd, da kann ich mitmachen. Oder auf der anderen Seite muss man halt auch ganz ehrlich sagen, sollte sich nichts ändern. Und es geht halt einfach der Trend immer mehr dahin, dass Pferdewohl an oberster Stelle steht. Dann muss man halt vielleicht auch irgendwann sich mal ein bisschen umgucken, ob vielleicht halt andere Reitsparten auch interessant sind oder halt interessanter für einen sind oder halt viel besser zu einem passen. Also da bin ich schon auch irgendwie froh, dass es einfach inzwischen halt auch andere Möglichkeiten gibt und mehrere Reitweisen sozusagen irgendwie auch ein bisschen populärer werden, dass man halt auch die Möglichkeit hat, in ein anderes System zu finden, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte das eigentlich nicht für mein Pferd. Ich hoffe auch. Also ich meine, eine Möglichkeit wäre, und ich sehe also diesen Bedarf oder diesen Wunsch nach, ich brauche ein Ziel, ich brauche die Möglichkeit, mich vergleichen zu können, mich einschätzen zu können. Ich bin stolz auf mein Pferd und will es zeigen und so. Aber ich sehe zum Beispiel eben die Teilnahme an Kursen genauso. Also das ist für mich eine Form, wie ich beides unter einen Hut bringe. Ich kann
habe ein Ziel, ich kann meine Arbeit präsentieren, ich kann, habe einen Vergleich, eine Vergleichsmöglichkeit, ich kann stolz auf meine Arbeit sein und habe aber gleichzeitig den unglaublich guten Effekt, dass ich mich verbessern lassen kann, dass ich was dazu lerne, dass ich den anderen auf die Finger gucke, dass ich wirklich Wissen aufsaugen kann, ganz speziell für mich und mein ganz speziell für mein Pferd, ganz individuelle Lösungen erfahren kann. Für mich ist das die Zukunft des Turniersports. Eine Lösung. Was mich auch noch interessieren würde, vielleicht gibt es da auch Hörerinnen oder Hörer, die da gern mal Bezug dazu nehmen wollen, weil sie vielleicht ein bisschen Erfahrung mit dem Thema haben. Es gibt ja inzwischen auch Online-Turniere. Ah, echt? Ja, also das ist auf jeden Fall so in der Corona-Zeit aufgekommen, als halt eine Zeit lang man nicht aufs Turnier fahren durfte. Da wurden Prüfungen teilweise online abgehalten. Und ich habe da mehrere Sportreiter begleitet, die sozusagen geswitcht haben. Mhm. Und das war schon mal sehr interessant zu sehen, weil es fällt natürlich einiges an Stress schon mal weg. Super, wenn du nicht wegfährst, dann bist du natürlich auch ein bisschen flexibler. Also die Prüfung muss halt nicht samstags um 10 stattfinden, sondern du hast halt einen gewissen Zeitraum, in dem du einreichen kannst. Ah, du nimmst ein Video auf. Genau, du nimmst ein Video auf. Das heißt, du könntest im Zweifelsfall sogar wiederholen. Also wenn du jetzt einfach merkst, wir kommen jetzt gerade nicht gut durch, dann könntest du auch sagen, das versuche ich in 3 Stunden nochmal oder irgendwie so. Vielen Pferden erspart es natürlich auch einen Transport. Es ist keine fremde Umgebung. Also es hat schon einige Vorteile für Pferde, die leicht stressbar sind oder auch für Besitzer, die leicht stressbar sind. Ja, manchmal ist es ja auch einfach der Besitzer, weil das ist ja auch, ich glaube, die meisten, die aufs Turnier fahren, sind ja selber nicht irgendwie völlig relaxed in der Situation, sondern halt einfach aufgeregt, wollen auch gut performen. Und das habe ich schon bei einigen erlebt, dass das ganz schön viel Druck aus der Situation rausgenommen hat und dass auf einmal da irgendwie in Prüfungen gelacht wurde, was ich vorher irgendwie noch nie erlebt habe bei den Personen. Also das habe ich als wirklich sehr positiv in dem Sinne empfunden, als dass das irgendwie ein kleines bisschen mehr Spaßcharakter hat. Aber ich weiß natürlich nicht, weil irgendwie, wenn wir jetzt davon ausgehen, man hätte da ja auch ein konkretes Ziel, auf das man hinarbeitet. Man kann sich definitiv vergleichen. Man wird auch bewertet. Also ich glaube, diese ganzen Bedürfnisse werden da sehr gut erfüllt. Aber ich weiß halt nicht, ob für viele trotzdem einfach die Atmosphäre anders ist, woanders zu sein. Also deshalb, da würde mich auch mal interessieren, ob es ein paar Hörerinnen und Hörer gibt, die das getestet haben und die so ein bisschen den Vergleich haben und die vielleicht gerne mal Bezug nehmen können, wie sie das so empfinden. Ob sie sagen, generell so online Prüfungen, weil ich meine, das könnte man ja dann total ausbauen, das Thema, sind eine gute Alternative oder letztendlich fährt man einfach lieber irgendwo hin, weil das Ganze drumherum auch dazu gehört. Ich finde es total spannend. Ich bin auch echt gespannt auf das Feedback von den Zuhörern. Wenn ich es mal vergleiche mit meiner persönlichen Situation, denn ich habe ja auch selbst Online-Unterricht und bin auch vor Ort bei Veranstaltungen. Und tatsächlich hat es natürlich absolute Vorteile. Also Online-Geschichten haben sehr viele Vorteile, aber dieses sich mit Gleichgesinnten treffen, sich von seinen Pferden erzählen, sich Erfahrungen auszutauschen. Also zumindest bei Kursen ist das doch ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, dass ja, man das auch schon die Pferde hört, dass man wirklich daneben oder davor sitzt und die nicht nur sieht, sondern auch ganz anders wahrnimmt, wie die sich bewegen, wie sie sich verhalten, wie sie sich fühlen. Ich denke, eine Kombination aus beiden Ideal. Ja, das wäre tatsächlich so das Ideal, dass man, ja.
Also ich glaube, wir würden uns beide generell freuen über jegliches Feedback. Ja, weil wir total. Haben ja jetzt beide auch in einigen Punkten immer so ein bisschen gemutmaßt, weil wir sind ja beide schon lange raus aus dem Turniersport. Ja, das ich war nie wirklich drin, nicht wirklich. Du hast so geschnuppert, glaube ich, hast du mal erzählt, ja, oder? Ja, genau. Ja, ja. Ja, also das heißt, bei manchen Sachen haben wir jetzt auch echt ein bisschen gemutmaßt und so. Also vielleicht, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen jetzt irgendwie so unseren Senf abgegeben, aber wir freuen uns über jedes Feedback auch eben von Hörerinnen oder Hörer, die da einfach voll drin sind, mehr Erfahrung haben mit diesem Turniersystem. Und ja, schreibt uns einfach mal in die Kommentare, was sind eure Empfindungen zu dem Thema? Also das, ich glaube, je bessere Ideen da auf den Tisch kommen, desto mehr Potenzial hat es natürlich auch auf Verbesserung. Genau, und da geht es, denke ich, wirklich nicht darum, Dinge schlecht zu reden, sondern wirklich konstruktive Ideen zu sammeln und Bewusstsein zu schaffen, oder? Absolut. Und ich meine, also das muss ich ja auch ganz klar sagen, ne? Also reiterlich, also natürlich sind das alles jetzt, gerade wenn wir jetzt Olympia irgendwie als Aufhänger hatten, natürlich sind das alles Top-Reiter. Also da brauchen wir jetzt auch nicht so tun, als wäre da jetzt irgendwie keine Qualität geboten. Und natürlich sind das Wahnsinnspferde, ganz klar. Es ist halt nur einfach dieser gesundheitliche Aspekt vor allem, der uns halt jetzt heute auch irgendwie so beschäftigt hat. Ja, und da haben wir natürlich jetzt auch die ganze Zucht und so gar nicht angesprochen, weil man hat eh wenig Einfluss drauf, ja. Aber das ist natürlich auch noch ein ganz großer Bereich, wo man wirklich... Ja, also ich habe echt schon überlegt, ob überhaupt jetzt eine Folge reicht für das Thema, weil mir fallen jetzt auch noch so viele Folgefragen ein, die sich irgendwie entwickeln. Wie du schon sagst, so das Thema Zucht oder jetzt fällt mir zum Beispiel gerade noch ein, das hast du auch letztens mal in unserem Gespräch gesagt, so dieses mit den Altersklassen, ne, dass die halt einfach in bestimmten Altersklassen bestimmte Prüfungen machen müssen, sonst irgendwann passt man einfach nicht mehr ins System und so. Das ist irgendwie so, wenn man selber Ausbilder ist, dann weiß man so, wow, nein, die sind so unterschiedlich in der Entwicklung. Und da gibt es noch so viel, worüber man irgendwie noch reden könnte und ja, wo man vielleicht auch mal einen Züchter fragen könnte, wie der das empfindet, ob das denn, also ist es für ihn notwendig, diese Klassen, diese Altersklassen, um wirklich die Qualität eines Pferdes zu beurteilen oder so. Also ja, mal gucken, ob sich daraus jetzt noch 1000 Folgefragen und spannende Aspekte ergeben, weil ja, ich glaube, das Feld ist riesig. Auch noch etwas, glaube ich, was man auch noch einfügen könnte, weil da hat man auch drüber gesprochen, diese Spezialisierung, diese Extreme. Also ich weiß, dass früher noch in den Dressurprüfungen danach ein Pflichtsprung auch in den hohen Klassen verlangt wurde. Sowas fände ich jetzt zum Beispiel auch schön. Also wirklich, dass man die Pferde möglichst vielseitig ausbildet. Auch wenn es dann irgendwann zu einer Spezialisierung kommt. Ich weiß, also ich bin mir sicher, es gibt ganz hochrangige Dressurausbilder, die genau das machen. Aber das müsste viel mehr transparent gemacht werden. Das müsste viel mehr kommuniziert werden, dass die ganz vielen, vielen, die die als ihre Role Models sehen, eben dem auch nacheifern wollen und nicht eben diesen perfekten Spezialisten, da, den man da eben gerade in dem Moment auf dem Bildschirm sieht, sondern ja, dass man vielleicht auch mehr Einblick in eine vielseitige Ausbildung bekommt. Dass es transparenter gemacht wird. Ja, genau. Also da gibt es ja jetzt gibt es ja tatsächlich schon ein paar Dressurausbilder, die das auch machen. Ist auf jeden Fall, also Varianz ist halt einfach ein ganz, ganz wichtig. Gesundheitsfördernder Faktor im Pferdetraining. Da würde das halt dann voll mit reinspielen, ne? Dass die halt einfach auch mal so einen kleinen Cavaletti-Hüpp machen zwischendrin. Das würde auf jeden Fall positiv beitragen für einen guten, intakten Body. Ja, genau. Varianz ist ein super Begriff, genau so. Ja, liebe Claudia, also das war mega, mega spannend und ich freue mich jetzt schon
irgendwie auf das ganze Feedback, weil ich kann mir vorstellen, dass fast jeder, der jetzt gerade die Folge hört, irgendwie irgendeinen Gedanken dazu hat. Mhm. Entweder so, ja stimmt, habe ich mir auch schon überlegt, oder ja, das ist eigentlich voll der gute Gedanke, oder aber auch, nee, also das finde ich völligen Schmarrn, das würde ich lieber so und so lösen. Also ich bin jetzt dieses Mal besonders gespannt irgendwie auf das ganze Feedback. Ja, ich auch. Zumal ich fühle mich natürlich ein bisschen schlecht, weil ich habe ja tatsächlich mit dieser ganzen Turnierleiter gar nichts zu tun und dann gescheit daherreden. Das ist immer ein bisschen, ja. Aber ja, wie gesagt. Aber deshalb sind wir ja auch offen. Also wir haben ja, genau. Und das ist auch im Sinne der Pferde tatsächlich. Genau, wir haben ja schon gesagt, keinen Anspruch auf Vollständigkeit heute. Wir haben ja einfach mal geträumt. Ja. Und deshalb ist der Traum ja noch nicht zu Ende. Der kann ja noch jetzt von allen Ecken mitgestaltet und gefeilt werden. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, also vielen, vielen Dank für deine Expertise zu dem Thema. Und danke dir für die Einladung. Dass du dir, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, schön, das freut mich. Dann, liebe Claudia, mach's gut und vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke dir, Sandra. Und tschüss. Ich war noch in keiner Folge jetzt so sehr gespannt auf Feedback, wie ich es heute bin. Weil irgendwie haben die Claudia und ich jetzt heute einfach mal so die Welt der, sagen wir mal, Horse Welfare Dreams aufgemacht und haben jetzt einfach mal versucht, ein bisschen zu brainstormen, ein bisschen Erfahrungen auszutauschen, ein bisschen irgendwie auch mal so rumzuspinnen, so was könnte man denn irgendwie machen, wie könnte denn so eine Prüfung irgendwie gestaltet sein, und damit ist jetzt irgendwie, habe ich das Gefühl, so ein ganz weites Feld geöffnet, in dem es bestimmt noch ganz, ganz viel zu sagen gibt. Und deshalb freuen wir uns total auf euer Feedback. Also sagt uns gerne, ob ihr auch irgendwelche Ideen habt, ob ihr zu irgendeinem Punkt, den wir jetzt mal so in den Raum geworfen haben, irgendwas beizutragen habt. Also ich glaube, dass es halt ganz, ganz wichtig ist, dass einfach ein absolut fairer und kein anprangernder, aber vielleicht ein ideenfindender Austausch zu dem Thema stattfindet. Denn ich glaube, das ist ganz klar, was wir alle auf jeden Fall wollen, ist, dass auch so eine Prüfungssituation in einem ganz pferdefreundlichen Rahmen abläuft. Und ja, vielleicht finden wir da ja einfach Ideen, die gut und einfach in die Tat umzusetzen sind. Oder es sind vielleicht auch Denkanstöße dabei für den einen oder anderen, wenn er selbst aufs Turnier fährt oder sowas. Also ja, sagt uns einfach gerne, was ihr so denkt, ob ihr auch schon mal irgendwelche Ideen oder Gedanken zu dem Thema habt. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Das Feld ist eröffnet und wir freuen uns auf ganz viel Feedback und weitere Ideen. Und wir träumen uns jetzt einfach mal eine coole Prüfungswelt zusammen, falls es die gibt.